Hast ein schönes Hähnchen. Was? Hast ein schönes Hähnchen. Hallo, hi, liebe Freunde. Freunde, herzlich willkommen zurück zu Good Luck, Guys. Ja. Es geht weiter, wir gehen wieder, wir reisen auf die Insel. Jawohl. Ja. Und Folge 4 sind wir, ne? Richtig, ja. Ja. Sehr unterhaltsam bisher. Ja, ich mag's auch. Freu mich. Sehr gutes Format. Auf jeden Fall. Kann man sich anschauen. Ja. Link natürlich in der Beschreibung. Bei Join gibt's die Folgen in voller Länge. So sieht's aus. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß. Ja. Viel Glück auch. Viel Glück. Viel Good luck, Glück, guys. Leute. Ja. Bist du ready? Ja. Zoe, komm. Wow. Wow. Zoe muss schon wieder kotzen. Ja. Ich würde mir von Zoe wünschen ein bisschen mehr Eigenmotivation. Bisschen das kommt mehr auch schon beim Spiel. Aber ich verschwende jetzt nicht meine Kraft, weil ich habe eh schon gar keine mehr. Und deshalb bin ich auch nicht freundlich zu den anderen. Weil freundlich sein Kraft kostet. Ja, ja. Das ist so anstrengend. Ja, ich muss Vollgas geben. Also ich muss auf jeden Fall für uns beide hackern. Ja, Giuliano hält aber gut gegen, ne? Ja. Also der hält das Team mit seiner guten Laune irgendwie trotzdem noch oben. Ich auch. Also ich muss sagen, ich würde mich da sehr schwer tun, an seiner Stelle damit klarzukommen. Ja, ich bewundere ihn dafür ein bisschen. Ich bin auch relativ ehrgeizig und du willst dann so ein Ding gewinnen. Ja. Und hast dann so eine Partnerin an deiner Seite, die nur destruktiv ist und nur schlecht drauf. Ja, ja, genau. Und dann aber auch keine Leistung bringt, obwohl sie sagt, sie ist der motivierteste und ehrgeizigste Mensch stimmt. in dem ganzen Format. Ja, stimmt. Boah, da, also Respekt, Giuliano, dass du so positiv bist. Ja, ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Liebes Team Pink, liebes Team Lila, willkommen zu eurer ersten Expedition. Das Gewinnerteam erhält den Protektor. Der Protektor! Der Protektor! Um den Protektor zu gewinnen, müsst ihr bei der heutigen Expedition im Dschungel nach Symbolen suchen. Nur mit ihnen könnt ihr den Code knacken und das Lösungswort herausfinden. Die Schatzkarten führen euch zu Kisten. Darin findet ihr die Symbole, aber auch noch etwas anderes. Ah ja, so Dschungelprüfung mäßig. Ja, stimmt. Um den Code als erstes zu knacken und die Expedition zu gewinnen, braucht ihr Mut, Verstand und gute Nerven. Boah. Good luck, guys. Boah. Boah, da muss sie doch gleich safe wieder kotzen, oder? Ja, ja. Wir werden so oder so gewinnen, ne? Das ist ein, aber ich würde halt gern gewinnen mit Motivation, Stolz und Sieg. Boah, sie ist so ehrgeizig schon wieder, ne? Ja. Let's go! Ja. Ja. Ja, was machen wir so? Harte Challenge. So, hörst du mich? Ja, ich höre dich, aber die Karte ist maximal unübersichtlich. Es wird nicht mehr angezeigt, wo wir sind. Heißt das, du hast Probleme? Ja, ich glaube schon. Ja. Ey, auf der Karte steht nicht, wo man ist. Also hast du jetzt Probleme, die Karte zu lesen, oder wie? Da ist kein New Start hier oder sowas. Das wäre aber auch eine krasse Karte, wenn die Karte auch anzeigen würde, wo man selbst ist. Ja, ja, wirklich, so Harry Potter-mäßig. Ja, ja, wirklich. Du bist gerade hier. Irgendeinen Orientierungspunkt muss es doch geben. Vertrau einfach deinem Gewissen. Also lauf einfach dann nur gerade, wenn es nur geradeaus geht. Man kann da per Funk auch ganz schlecht helfen. Nur, ja, ne? Lauf einfach gerade. Danke. Es ist pink. Ja, okay, dann ganz schnell weg davon. Ganz schnell weg. Gefährlich, die pinke Kiste. Oh mein Gott. Das ist alles voll mit Mehlwürmern. Ignorier das da drinnen, ignorier das. Das ist grausig. Die anzufassen war wie... Ja, denk dran, er ist und dann deadly, ne? Ja. Boah, die Armen. Hey, die Armen. Was müssen die denken? Hätte ich genauso gemacht. Nicht mal mit der Hand, ich hätte irgendeinen... Kann man die nicht einfach umkippen? Oder stimmt. Dürfen die nicht anfassen? So eine richtig fette. Bah, ich hätte das mit so einem Stock gemacht. Hey Leute, ohne Witz. Schau dir einfach die Karte nochmal an und dann Vollgas. Ah, ja, ach so! Guter Tipp. Ja, aber also das würde mich, glaube ich, auch aufregen, wenn du mit dieser schlechten Karte rumläufst. Guck du hast dir keine die Karte an. Guck dir die Karte nochmal an und dann Vollgas. Okay. Als wäre man nicht selbst auf die Idee gekommen, einmal auf die Karte drauf zu gucken. Stimmt, ich hätte einfach kurz drauf gucken müssen. Ich hätte die ganze Zeit dahinter geguckt. So, kurzer Tipp. Versteh die Karte und find die Kisten. Okay, erstes Symbol, Dominik. Erstes Symbol. Es ist ein Kreis mit zwei Hörnern. Ein Kreis? Ein Kreis? Kreis mit zwei Hörner? Ja, genau. Ein R. Gab's da noch irgendwas, was so ähnlich aussah? Nee, gar nicht. Ja, wobei okay. das K, ne? Also K, wenn man das ganz frei interpretiert. Aber sonst? Es sieht schon mehr, das R ist schon relativ eindeutig. Ja. Guck mal, er hat doch direkt seine Hand da, er steht direkt davor. Ja. Hab ich. Zweites Symbol ist ein Mond mit einem Kreis daneben, wo ein Punkt drin ist. Hab ich. Rn. Ja. Rn. 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 Das Lösungswort ist Nr. Was ist denn mit heute? Jetzt kriegen wir nichts mehr zu essen, gell? Ja, wir haben halt noch Reis, ne? Aber nee. Es gibt gar nichts. Wenn du willst, kann ich was aufmachen.
Weißt du, was bei dem Format ein bisschen komisch ist, welche Vorstellung? Was denn? Das ist ja da nicht so wie bei anderen, dass da überall so fest installierte Kameras sind, die alles so aufnehmen, sondern da steht ja immer dann ein Kameramann davor. Stimmt. Das heißt, es sind jetzt nie so, eigentlich nie so natürliche Gespräche. Stimmt, der Kameramann stellt sich davor, macht an, startet das und sagt, okay, jetzt nochmal bitte darüber reden, dass der Shop heute zu ist. Stimmt. Und dann... Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hab Hunger. Ja, Mist. Und ja. Es wäre echt nicht aufgefallen. Hunger, irgendwas mit Geschmack. Ich bin durch. Schaut mich mal an. Schau mal, wie ich ausschaue. Ja, stimmt. Jo. Dir fehlt was mit Geschmack. Gar keinen Shop mehr. Wir haben gar nichts jetzt. Was ist heute noch passiert? Vielleicht macht er heute Abend auf. Nein, da stand ja, dass er heute nicht aufmacht wegen der Strafe. Dann sollen sie ihre Inventur jetzt machen, dann kann er aufmachen. Oh, stell dir mal vor, das würden alle Geschäfte so machen. Sobald irgendwas geklaut wird, macht so ein Laden einfach ganz alles zu für alle. Ja, Hobby. Gut. Heute wurden Kaugummis geklaut, eine Woche zu vom Supermarkt. Ja. Alle können nicht einkaufen. So ein beleidigter Rewe. Ja. Nö, nee, dann mach ich jetzt gar nicht mehr. Dann mach ich mal zu. Ja. Wenn ihr klaut, ja, Pech gehabt. Tschüss. Der beleidigte Rewe. Da waren doch die Hühner vorhin, ne? Ja. Wir können die Eier ja einsammeln. Ach. Haben die denn Eier gelegt? Wollen wir suchen? Wo Hühner sind, sind auch Eier. Wo Hühner sind, sind auch Eier. Klar. Die legen ja eigentlich permanent beim Laufen Eier. Also nur so eine Eierspur, ist immer hinter jedem Huhn. Was ist das? Was ist das da? Müll, oder? Ja. Kann man essen. Kann man das essen? Boah, wie die aussehen, wie so ausgelutschte, naja, ich will es jetzt nicht sagen, wie eine Frauenscheide, die gerade gebärt hat. Ich will es nicht sagen, aber dann sag das. Ja. Michaela, hallo. Hi, was sucht ihr? Alles. Irgendwas zu essen. Wo sind denn die Hühner? Sollen wir nicht eine einfach abschlachten? Sollen wir nicht einen Huhn abschlachten? Sollen wir doch eine abschlachten? Und dann rüpfen wir die und dann grillen wir. Also ich tue das nicht. Hast du ein schönes Hühnchen? Was? Hast du ein schönes Hühnchen? Ich will da jetzt nichts sagen, aber was ist denn das davon? Ist das nicht der Shop? Das ist der Shop. Das ist der Shop. Könnt ihr einbrechen? Stimmt. Boah, dann macht er nie wieder auf. Du mit dem Stock hier? Ja, weil man weiß nie, was hier aus der Ecke springt. Aber hier gibt's hier nicht auch Elefanten irgendwo? Ja, da, unter dem Platz. Ja, stimmt. Da vorne steht einer. Den jagen und essen einfach dann. Wir haben Hunger. Und wir wollen gerne ein Bett haben. Hallo, zweimal gebratene Reis mit Hühnchen habe ich da. Boom. Hab ich keinen Bock mehr. Wir können uns ja vorstellen, als würden wir was essen gerade. Ja, wie bei Peter Pan. Essensschlacht. Vielleicht gibt's im Dschungel ja mehr Grund zur Freude. Bei Zoe zum Beispiel. Zoe, einfach noch mal kurz auf die Karte gucken und dann Vollgas. Vollgas. Jetzt Vollgas, komm. Konzentrier dich kurz. Den Tipp hätte man anderen auch geben können. Yassin, einfach kurz Nahrung suchen und dann Vollgas. Ja, genau. Einfach Vollgas. Gar kein Problem. Und dann satt werden. Satt werden, los. So eine Fick-Scheiße hier. Na, das sagt man nicht. Gott, wenn das dieser Weg war. Scheiße, ich bin hier. Ich muss da lang. Scheiße, ich bin hier. Ja, Michelle macht Vollgas. Ja, sie scheint die Karte verstanden zu haben. Okay, mach ganz ruhig auf und egal was drin ist, scheiß drauf. Okay. Aber nicht wörtlich nehmen, nee. Nicht drauf scheißen. Das Symbol, was ich sehe, ist dieser Kreis, der links so eine Spirale hat und rechts das Kreuz. Alles okay bei dir? Oh. Das Symbol, was ich sehe, ist dieser Kreis, diese Spirale und das Kreuz rechts. Das ist ein A. Aber die Kakerlaken, das war ja viel einfacher jetzt, weil sie konnte einfach ohne reinzufassen das Zeichen erkennen. Stimmt. Ist das ein Kreis und obendrauf eine Palme? Ja. Okay, hab ich. A und E. Das G. Ach, E. Okay. Ah. A und E. Ich möchte lösen, eher. Wenn auf der Karte Kompass ist, kann ich am Kompass irgendwie erfahren, wo ich stehe? Bei so einem eingezeichneten Kompass. Keine Ahnung. Hä? So ein aufgemalter Kompass. Hey, kann der mir nicht zeigen, wo ich stehe? Wieso funktioniert der nicht? Der bewegt sich gar nicht. Scheiß der Kompass, Alter. Kompass. Warte kurz, mir ist schlecht. Ich kotze mal eben schnell. Ja, nein, nicht schon wieder kotzen. Boah, wieder alles voll gekotzt. Für sie ist Kotzen wirklich einmal so spucken, zu husten, ne? Und einmal zu spucken, ne? Das ist für sie Kotzen. Boah, schon wieder alles voll gekotzt. Ja, hier lernt man sich von allen Seiten direkt kennen. So, selbst morgens beim Aufstehen, okay. Wie sieht der Micha, wie sieht die Aurelia beim Aufstehen aus und so? Boah, scheiße, ich habe mir komplett meine eigene Illusion zerstört mit der Aussage mit dem Kameramann. Weil in jeder Szene stelle ich mir jetzt einfach nur vor, wie der direkt daneben steht. Das stört mich jetzt richtig. Wir ergänzen uns ja auch mega gut und ich konnte auch voll gut neben dem schlafen. Der hat auch immer geguckt und mal gefragt, ob alles okay ist und so. Oh, eine Good Luck Guys Love Story. Schön. Schön. Schön, schön, schön. Oh, schön.
Tachi Micha. Ja, da wird richtig auf Tuchfühlung gegangen. Das größte Pärchenpotenzial ist zwischen Aurelia und Micha, weil die beiden auch gerne zusammen Zeit verbringen, kuscheln, anfassen. Weil ich sehe eigentlich noch größeres Pärchenpotenzial bei Giuliano und Zoe. Ja, das könnte die Love Story des Jahres werden. Also mir sind halt Gespräche wichtig. Ja. Ja? So dieses Zwischenmenschliche. Und bei dir? Ja, schon. Also ganz ehrlich, Latina halt. Bei mir muss das Zwischenmenschliche passen, so ja, Gespräche. Auch. Und bei dir? Ja, auch. Latina halt schon halt. Latina halt. Ah, okay. Ich sag immer, mein Crush ist so Sophia Tomalla. Hä? Hä? Warum bist du nicht Latina? Nee. Ja, also braun gebrannt. Ja. Sowas mäßig, weißt du? Ah, okay. Ah, so, so, okay. Aha. Bist du eine Latina? Ja, ja. Klein. Ja, das meine ich. Dunkel. Ja, ach so, ja, das meine ich dann. Aber Sophia Tomalla ist ja ganz anders. Ja, aber Latina ist für mich, ja, für mich ist Latina braun gebrannt. Dunkle Haare. Er findet einfach nur das Wort Latina cool, ja, glaube ich. Frauen, auf die er steht, heißen Latinas. Ja, ja. Braun gebrannte Frauen mit dunklen Haaren. Ja, ja, genau so. Ja. Ist das keine Latina? Nee. Scheiße. Mist. Ich stehe doch nicht auf Latinas. Dann stehe ich nur auf Latinas. Ja, okay, jetzt stehe ich nicht mehr auf Sophia Tomalla. Hä? Doch schon, du stehst noch nicht auf Latinas. Er hat sich in die falsche Konsequenz daraus gezogen jetzt. Du kannst doch gut twerken, ne? Mhm. Warum? Nur so. Nur so. Wusste ich, Latinas können das ja. Alles muss, nichts kann, ne? So. Alles muss, muss, nichts kann. Nichts kann, klar, kennt man. Zoe wünscht auch sicherlich, sie wäre in einem anderen Format. So, so, jetzt einmal nochmal kurz auf die Karte gucken. Und dann nochmal richtig Vollgas jetzt. Sie braucht nur reinrennen und ich finde nicht mehr mein Gebiet. Ich weiß nicht einmal, was das Gebiet ist. Das ist so dreist. Das ist so dreist von der Produktion. Benutzt doch den Kompass. Kotz einmal kurz. Stimmt. Michelle rennt, dann muss es bei ihr besser laufen. Michelle gibt richtig Vollgas, die hat's verstanden. Die zweite Kiste, sind Schlangen drin. Dominik, sind 1000 fette Schlangen drin. 1000 fette Schlangen. Aber wo ich die gesehen habe, ich habe kurz geweint. Bitte bleib einfach bei mir, bleib einfach bei mir. Aber müssen ganze alle Zeit, nicht unter Wasser bleiben? Sterben die dann nicht, wenn man die jetzt da rausnimmt? Ich glaube, die... Ich kenne mich nicht mit allen ich aus. Ich auch nicht. Also ich würde die auch drin lassen, lieber. Ein Kreis mit einem Strich drinnen und zwei Schnörkel. Hab ich. Tee. Ah, ja. Oder Bong. Sieht aus wie ein Bonbon. Bonbon, hätte ich auch gedacht. Stimmt. Schiefes Viereck mit auch so einem... sieht aus wie eine Schnecke. Ah, ja. Genau. Hab ich. Let's go. Nächsten Zug. Rinsede. Ob die wohl das gleiche Lösungswort haben? R, N. Die anderen hatten ja E und A. Das wären dann die fehlenden Vokale. Ja. Okay, ich hab eine Tour. Sehr gut, mach auf. Und direkt im Buchstaben. Egal, was drin ist. Sehr gut. Sehr gut, egal, was drin ist. Oh mein Gott. Ich kotz direkt. Ich kotz einmal drauf. Ich kotz rein. Ist das räudig, Alter? Das ist schon echt ekelhaft. Das ist dieser Teufelszack. Ja. Perfekt, hab ich. Symbol 1, oh. Basketball. Basketball. Ja, doch, passt. Okay, scheinbar unterschiedliche Wörter. Zoe, die anderen haben jetzt auch die dritte Truhe gefunden, also ich brauche die Buchstaben. Ja, nochmal schnell kotzen. Oh, kurz gekotzt. Ja. Alles voller Kotze im Wald. Jetzt pisse ich mich auch gleich an. Auch noch. Heute habe ich echt alle Ehre und Stolz verloren in diesem Format. Auch noch anpissen. Ich hab die Truhe. Du bist King. Sag mir die Wörter, du bist King. Sag mir die Wörter, los. Es sind Schlangen drin. Ich kotz kurz, warte. Puh. Kurz einmal kotzen. Sorry, hör mir jetzt genau zu. Scheiß auf Tornado. Diese Schlangen. Ja, das ist jetzt raus. Scheiß da drauf. Ja, könnte passen. Könnte passen. Nee, da ist ein E drin, oder? Nee. Oh mein Gott, sind die glitschig. Schon wieder. Schon wieder gekotzt. E mit einem Strich und einem längeren. E mit einem längeren Strich. Hab ich auch. Komm zurück. Let's go. Strand. 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 Okay, einmal dieses Teufel-Emoji. Ja, okay. Und einmal der Kreis mit diesen zwei Spiralen oben. Ja. Okay. Frage mit H. Frage. Frage. Strand und Frage. Komm mal her. Komm her, ich sag's dir gleich. Warte, ich kurz. Das hier. R-A. Okay, A. Sorry, ich brauch dich ganz kurz. Ich komm nicht drauf. Lass es auch ein bisschen so überdramatisieren alles, dieses dauernd kotzen muss und so, weil es ist, wie gesagt, eigentlich unmöglich zu kotzen, wenn man nichts isst. Sorry. So, warte. Jetzt einmal noch, ich gebe uns jetzt noch eine Minute Zeit, sonst geben wir auf. Okay. Aber kann doch nicht sein, dass wir da nicht drauf kommen. Giraffe. Das ist, wenn man Giraffe ein bisschen anders ausspricht.
Ja. Giraffe. Sega. Hä? Leute, sind wir dumm? Ihr wisst es bestimmt längst, ne? Ja. Aber wo kommt das H hin? Das H ist falsch. Auf. Wenn wir es gleich, wenn wir uns, wenn wir es jetzt lösen ja, lassen, dann so ärgern peinlich, wir uns richtig. Das ist so peinlich. Komm, 10 Sekunden noch. Frage mit H. Ja, okay, das ist Frage mit H. Ja. Wir haben R. Boah, warte, ich bin. Gefahr! Gefahr! Oh, wir sind so dumm. Oh, sind wir dumm. Ja. Und sie haben es eher gelöst als die anderen Strand. Ja. Giuliano ist der schlauste Mensch der Welt. Oh, und wir sind die dümmsten Menschen der Welt. Ja. Deswegen haben wir uns auch verdient. Nee, wir gesehen. Haben Strand gelöst. Ja, stimmt. Immerhin. Immerhin. Gefahr. Ey, manchmal ist man so blind. Ja. Aber schneiden wir nicht raus. Wir stehen dazu, dass wir es nicht wussten. Wir stehen dazu. Was habt ihr für ein Wort gehabt? A, D, R, N. Was noch? S der Lehrer. Und? T. Strand. Giuliano, ja, einfach der King. Das ist kein Problem. Hä? Strand. Strand. Bei mir funktioniert alles ganz normal, ey, im Kopf. Funktioniert alles richtig normal. Guck mal, wie ein Boss mit dem Muschelprotektor auf der Schulter, ey. Wir müssen ihn bei uns behalten, weil nur wer ihn bei der Nominierung dabei hat, ist auch geschützt. Also wenn wir ohne das Ding zur Nominierung kommen, sind wir nicht geschützt. Wenn wer stiehlt und damit hinkommt, ist der geschützt. Boah. Können wir jetzt bitte gehen? Boah, aber ich frag mich, ob das wirklich erlaubt wäre, wenn jetzt nachts einer heimlich die Muschel da klaut, das so versteckt, ja. Und dann aber so ganz sneaky bei der Nominierung damit auftaucht. Das wird so viel Streit geben. Ja. Ich hab den Protektor! Frauen mussten durch den Dschungel rennen und Schatztruhen suchen, mit Maden drinnen, mit Schlangen drinnen und Symbolen drunter. Ich hab wieder mein Leben ausgekotzt. Ja. Ja, ja. Mann, hör jetzt mal auf, du hast nicht gekotzt. Nee, wirklich. Du hustest und spuckst. Aber ich verstehe nicht, warum ich so einen Teampartner bekommen hab. Ja, er hätte was Besseres verdient. Ja. Aber so hat er gut geklappt zwischen Giuliano und dir anscheinend. Klappt, oder? Bei den Spielen eh immer gut. Aber ich habe mich halt komplett vollgekotzt wieder, wie man sieht. Warum? Was? Warum? Komplett gebrochen. Warum? Oh, wie geil. Und dann so zumachen, so. Boah, das würde ich mich nicht trauen. Nee, das sieht nicht so stabil aus. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber eigentlich warte ich echt nur, dass ich pennen gehen kann. Wir reden gerade über eure Kinder. Ich will überhaupt gar keine Kinder hier machen. Ah, echt nicht? Nein, mit niemandem. Ich möchte einfach nur kotzen. Ich will seit einer halben Stunde nur schlafen. Ja, super, ihr habt das ganz toll gemacht. Es tut mir leid, dass ich keine Begeisterung habe, aber ich habe keine Kraft mehr. Ich kann nicht mehr richtig reden. Meine Güte. Ich bin ein alter Wiener Grantler. So ist es. Ich bin stolz auf euch, ihr habt das super gemacht. Mehr Kraft habe ich nicht. Wir Wiener sind grantig. Wir Wiener sind grantig. Also wenn unter euch, ja, Wiener sind, dann schreibt mal, ob ihr auch genau so drauf seid. Ich hätte auch gerne bestätigt, ob das wirklich, ob sie da für alle Wiener und Wienerinnen sprechen kann. So geil. Ob er froh ist mit seiner Teampartnerin, ob er nicht froh ist, ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ich komme aus Wien, Wienern ist das egal. Wienern ist alles egal. Alles scheißegal. Vielleicht kann man im Shop so eine Karte kaufen. Teampartnerwechsel. Ja. 100 Perlen. Oh mein Gott. So ein Joker. Ja, ja. Giuliano, ich komme sofort. Ich komme sofort angeflogen und übernehme Zoes Spot. Team Asi, aber geil. Ich würde auch auf den Stein stehen, wenn ich nicht permanent ein Hungergefühl hätte und Aggressionen in mir drin, dass ich irgendwie am liebsten die Machete in den Hals rammen würde. Ja, ist doch okay. Ja. Oh, die nervt so. Team Change. Ich bleibe hier. Nur weil du so unzufrieden bist, brauchst du uns jetzt nicht wieder reinzuziehen. Ich bin voll zufrieden. Kindergarten. Geil, Trash Talk. Ich finde das auch nicht lustig, ganz ehrlich. Ich schon. Wir schlafen hier. Soll Giuliano doch vor der Tür schlafen, wenn er mit Toni schlafen möchte. Oh. Der Rest ist wach, zusammen mit ein paar Insekten. Boah, wie kann er so schlafen? Ja, wirklich. Alles ist besser, als neben Zoe zu schlafen. Was? Was? Da bin ich noch, da mache ich Zoe, also finde ich Zoe noch weniger anstrengend. Was? Ich finde Michaela unterhaltsam. Ich auch. Come in your face! Ah, come in your face! Ah, der ist da vorne, kommst du kurz mit, ich hol den schnell. Wo? Da vorne am Strand. Okay. Och, und finden die jetzt zufällig eine Flaschenpost am Strand? Ja. Bestimmt, oder? Als dieser Ranger kam und uns erklärt hat, wegen diesen giftigen Tieren oder Pflanzen. das war geil, ja. Bei jedem Tier. Oh, what? Dad? Dad? Oh mein Gott. Voll gut nachgemacht. Es lacht vielleicht einer drüber oder so oder keiner. Nee, ah, wir haben auch gelacht. Doch, wir haben gelacht. Dad? Du lachst?
Das war noch übertrieben lustig. It's really dead, 99% dead. 99% dead. Und wenn die im echten Leben auch so ist, dann Prost Mahlzeit, aber... Vielleicht können wir Michaela ja mal einladen, dann können wir ja gucken, ob sie im echten Leben auch so ist. Michaela, wenn du das siehst, du bist eingeladen. Ja, 99%. Lass mal gemeinsam Reaction 99%. Auf Englisch. Ja. Oh. Und beim nächsten Mal, der Shop eröffnet. Ja! Lauf. Ich habe den Lambo! Ich bin so gespannt. Boah, aber es sind schon Wucherpreise hier, gell? Was ist das denn? Was gibt's da Geiles? Bohnen! 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 Harry! Wahnsinn! How much? Dieser Schub. Und es knistert. Oh oh. Ja, also Aurelia geht's aktuell auf jeden Fall besser, weil Micha kümmert sich sehr gut um sie. Mm. Also ich spüre auch schon ein bisschen Knistern zwischen Micha und Aurelia. Aha. Oh Gott, wenn die beiden jetzt da drin kuschelnd liegen, wird Jasmin einen Schock bekommen. Der wollte das doch. Ja. Pech. Ja, ist auch Pech, ganz ehrlich. Good luck, guys. Good luck, guys. Good luck, Micha. Okay, Leute, wir bleiben dran. Wir bleiben dran, das war Folge 4. Ja. Und nächste Woche gibt's dann weitere Folgen. Da versuchen wir wirklich mal ein bisschen, wir haben es diese Woche nicht ganz geschafft, ein bisschen aufzuholen. Aber nächste Woche kommen wir der Sache auf jeden Fall näher. Ich denke auch. Und weiterhin... Ja. Solide, würde ich sagen. Weiterhin good luck. Wir bleiben dran. Weiterhin good luck euch allen. Ja, viel Glück. Kotzt nicht so viel, ne? Boah, das geht schnell, heute ne? reicht wieder viel, ja. Ja, ja. Ich merke es auch schon wieder, deswegen lass schnell Ende machen. Bevor du kotzen musst? Ich muss gleich wieder alles okay, kotzen. Okay, der Film muss kotzen, deswegen lieber jetzt schnell Ende. Tschüss, ciao.